Willkommen zurück beim nächsten Part und ich habe bereits wieder meine Leiche eingesammelt und den Armbrustschützen auch noch gerade mit erledigt, ansonsten allerdings noch nichts gemacht, so dass ich euch jetzt hier noch weiter zeigen kann. Öffnet ihr diese Tür und geht hier hinter den Balkon, findet ihr ein Holzschild. Dieses finde ich deutlich besser als das Flankenschild, was wir bereits haben. Und nun links seht ihr zwei Ritter, die ich allerdings gerade noch nicht angreifen werde. Auch hier oben geht es noch weiter. Aber zuerst gehe ich hier links, diesen großen Raum hinein und aktiviere das Leuchtfeuer. Und es ist geschafft. Nun könnte ich mich hier schon wieder regenerieren, dann würden aber alle wieder da sein und ich habe keinen Bock, mich gerade direkt wieder durch alle rumzumetzeln. Was ich allerdings gleich auch noch machen werde, sobald ich Näheres euch zeigen möchte, denn dies hier ist die erste Etappe für seinen Charakter ordentlich zu leveln. Und das habt ihr hier auch dringend nötig, denn die Gegner, die jetzt hier gerade noch relativ einfach umfallen, werden im Laufe des Spiels zahlreicher und auch stärker. Und ihr bitte diesen armen Kerl nicht töten, es ist ein Händler, bei dem ihr bestimmte Ausrüstungsgegenstände erwerben könnt. Unter anderem einen Anwesenschlüssel, sollt ihr Generalschlüssel haben, braucht ihr den natürlich nicht. Ich für meinen Fall brauche ihn, dort finde ich dann auch noch drei Gegenstände. Ein Reparaturkit, damit Waffen reparieren und Rüstungen anleuchtfeuern. Genauso ein Inventarverwaltungskasten. Und theoretisch habe ich gerade nicht genug sehen, werde aber jetzt die schon bereits eingesammelten Seelen mal benutzen. Diese hätte ich natürlich jetzt auch alle benutzen können zur Aufwertung meines Charakters. Allerdings, ich komme, wie gesagt, gerade mit den Gegnern auch gut klar, aber werde das demnächst auch nachholen, denn es ist hier dringend nötig. Allerdings werde ich dafür kein Let's Play verschwenden, das mache ich dann so und werde den weiteren Verlauf des Spiels danach mitteilen. So, und ich fülle das gerade mal noch schnell auf, komplett, denn ich werde mir für 1000 Seelen dann auch gleichzeitig noch einen weiteren Gegenstand holen, den ich hier definitiv brauche. Denn ich werde euch noch einen weiteren Trick nachher zeigen, wie ihr an einen Gegenstand kommt, beziehungsweise besser gesagt eine Waffe, welche noch dementsprechend sehr stark ist für den Anfang des Spiels. Und dazu brauche ich dann erstmal noch einen Kurzbogen. Bis mal ein Gegner diesen fallen lässt, kaufe ich mir ihn lieber für 1000 Seelen und werde mir gleichzeitig noch 96 Pfeile von den Standarddingern kaufen. Ist komplett ausreichend für das, was ich vorhabe. Allerdings werdet ihr nicht drumherum kommen, später im Verlauf des Spiels auch noch öfters Pfeile zu kaufen. Ja, es kostet ein paar Seelen und ja, es ist schade, die zu verschwenden, da man sie ja fürs Leveln benötigt. Aber man kommt deutlich einfacher damit zurecht. Reden und gleichzeitig kämpfen ist nicht so meine Stärke, glaube ich. Ah, vorbei. Kein Meister ist von mir hergefallen. Hoffe ich doch. Sonst blamier ich mich hier ganz schön auf, bis auf die Knochen. Oder bis auf die Haut. Naja, wie man es nennt. So, ich habe vorhin erwähnt, dass ich in dieses eine Haus nicht hineinkam. Ich befinde mich jetzt exakt auf dem Dach von diesem und werde eben jetzt durchspringen, dort hinten in das Gebäude hineinkommen. Und die Kisten und sonstiges könnt ihr ignorieren, da ist eh nichts drin. Hier könnte man wieder runterfallen. Nur hier erhaltet ihr noch eine leichte Armbrust mit Standardbolzen. Ich habe mir den Bogen gekauft, obwohl wir hier eine Armbrust bekommen, da man nur mit dem Bogen in diesem Spiel ordentlich zielen kann. Das kann ich ja mal schnell demonstrieren. Wobei ich auch merke, ich habe gerade nicht genügend Geschicklichkeit. Da fehlt noch ein Punkt, um den Bogen richtig zu benutzen. Deswegen ist ein kleines Kreuz links neben der Waffe. Und nur dieses hier hat ein Zielfernkreuz. Und ihr müsst auch die Pfeile ausrüsten, die sind nicht standard ausgerüstet. Und ja, das machen wir dann später. Hier oben am Leuchtfeuer nochmal schnell regenerieren.
Ihr seht dort eine Leiter. Das ist wieder eine Abkürzung zu diesem Leuchtfeuer. Das werden wir auch später noch finden. Und jetzt sind alle wieder da. Ich freue mich so richtig drauf, mal wieder alles zu prügeln. Naja, bei denen jetzt gerade nicht, eben weil sie mich schon sehr, sehr oft gesehen haben. Also ihr könnt hier circa so lange trainieren, in Anführungszeichen, bis ihr Level 18 habt. Würde ich euch auch dringendst empfehlen, denn sonst seid ihr einfach, was Ausdauer angeht und sonstige Attribute, viel zu schwach. Diese Tür, die der eine gerade geöffnet hat, ist nach diesem Durchgang immer geöffnet, so dass er direkt reingestürmt kommt, solltet ihr über die Brücke kommen. Es empfiehlt sich daher, immer ungefähr hier zu verbleiben, so können einen die Feuerbomben nicht treffen, die anderen zwei kommen langsam anmarschiert und er ist bereits bei euch und könnt ihr euch als allererstes um ihn kümmern. Hier in diesem kleinen Haus steht einer und gleich nochmal einer, der gedacht hat, man sieht ihn nicht. Und hier hinten, ja, ich zerdeppere jetzt mit einem Sprung gerade mal in die Möbel. Ist mir gerade egal, wer da wohnt, ist sowieso tot. Und da halte wieder schöne schwarze Feuerbomben. Und die benutze ich unter Umständen auch noch gleich. Das werde ich euch zeigen, wie ihr dann nämlich einen noch etwas zu starken Gegner hier in diesem Gebiet besiegen könnt, der kein Boss ist. Und einen schönen Gegenstand bewacht, den ich mir allerdings auf andere Art und Weise vorher noch ergattern werde. So. Taps, taps, taps. Ich renne extra nicht hoch, weil es eben drei sind. Wir wollen ja nicht unbedingt jedes Mal verrecken. So. Jetzt die Leiter hinauf. Und dort sind wieder drei Stück. Das haben wir noch nicht gesehen. Das ist schön. Erste Tour weg. Zweite weg. Dritte ein bisschen ausweichen. Dritte weg. Und wieder ein schöner Gegenstand. Wenn ihr hier herunter guckt, seht ihr schon einen nächsten Gegenstand. Um diesen hat es sich eben gedreht. Und den werde ich mir aber erst gleich holen, denn erst mache ich noch den Weg frei, um dann über einen kleinen Trick diesen schweren Gegner besiegen zu können. Der würde mich nämlich, glaube ich, mit einem Schlag zurzeit umhauen. Hier noch schnell den Turm hoch, sonst würde euch dieser Armbrustschütze, sobald ihr den Weg hier runter seid, ständig von oben herab bedrängen. Und ihr habt genügend zu tun mit zwei Rittern, die hier stehen, und einem Speerritter, der noch kommt. So, machen wir erstmal den einen weg. Nächsten weg. Eine schöne Rüstung gefunden für die Beine. So, ihr habt gesehen, ich habe ihm jetzt durch den Zweihandanschlag das Schild weggeschlagen und mit dem Folgeangriff ihn erledigt. Jetzt aktiviere ich noch schnell das hier, das ist danach nämlich auch weg. Ihr seht dieses Fass, ihr seht den Untoten und wie sollte es anders sein? Kommt natürlich alles immer schön auf mich. So, runterlocken. Und ein bisschen die Fresse polieren. So, ihr seht diese Truhe. Wegen dieser Truhe habe ich den Schlüssel mitgenommen beim Händler. 4000 Seelenpunkte. Gehen hier rein. Holen uns die Truhe. Und dann sehen wir dort unten unseren ersten starken Gegner, den wir noch nicht besiegen könnten eigentlich. Und das ist ein Ritter von Quinn. Und allerdings bewacht er einen schönen Gegenstand, den wir haben wollen. Dementsprechend benutzen wir eine Abkürzung, bei der wir nicht sterben. Vorher rüste ich vielleicht mal noch gerade schnell die Hose an. So. Und zwar muss ich jetzt treffen. Schade, nicht ganz. Es ist leicht schwer, dort rüber zu kommen, weil ab und zu springt er, ab und zu rollt er einfach nur. Und das werde ich euch dann einfach im nächsten Video zeigen. Und bis dann.